Es ist Winter. Das Jahr ist fast wieder rum. Wie weit bist du gekommen, seitdem du dir am Anfang des Jahres gesagt hast, dass du diesmal auf jeden Fall etwas ändern möchtest? Hast du dich am Arbeitsplatz endlich durchgesetzt und bist du zu dir gestanden? Hast du jetzt die Freundin, die dich stärkt, dich liebt und inspiriert? Kannst du wirklich sagen, dass du deine Angst ins Gesicht geblickt hast und dich getraut hast? Mein Name ist Andy Friday und auf diesem Kanal lernst du alles über das Flirten, der Verführung und der Erschaffung wunderschöner Romanzen. Aber da ist ja noch was. Oder diese Müdigkeit, der fehlende Mut, die Angst und die ständige Ungewissheit. Diese tausend Fragen, die dich blockieren. Weißt du eigentlich, woher die kommen? Die meisten unbewusst durch die Welt laufenden Menschen machen Folgendes. Sie feiern ständig. Sie feiern ihren non-existenten Erfolg. Sie feiern, um der Realität zu entfliehen. Sie feiern, um ihre Freunde zu sehen. Und sie feiern, um ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken. Sie saufen sich die Fragen weg. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann die wichtigste Regel für dein Selbstbewusstsein. Feilen und feiern. Wenige Menschen feilen. Das machen meistens Anführer oder Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen und ein besserer Mensch werden wollen. Aber sie machen einen entscheidenden Fehler. Sie feiern nicht mehr. Oft, weil sie das Feiern und Saufen als unproduktiv betrachten und deswegen so weit wie möglich Abstand nehmen wollen von diesen alten Verhaltensmustern. Das ist auch gesund, vor allem das weniger Trinken. Aber leider hören sie dann auf, jeglichen Fortschritt zu feiern. Kurzum, sie loben sich nicht mehr für geile, geleistete Arbeit. Sie klopfen sich grundsätzlich nicht mehr auf die Schulter. Es ist eh normal, dass sie an sich arbeiten. Es ist eh normal, dass sie feilen. Ist ja auch klar, da sie ständig an sich arbeiten und immer wieder sich verbessern, ist so ein klein wenig Fortschritt auch nicht mehr erwähnenswert. Oder doch? Und hier kommt beides zusammen. Diejenigen, die das meiste Selbstbewusstsein aufbauen, sind diejenigen, die feilen und feiern. Sie feiern ihre Erfolge, so klein sie auch sein mögen, scheißegal, und loben sich in den Himmel für den geilen Shit, den sie diese Woche, diesen Tag oder gerade eben gemacht haben. Sie wissen, der Weg geht noch weiter und dass sie noch lange nicht am Ziel sind. Aber das ist doch kein Grund, nicht zu feiern. Wenn du neu hier bist, dann abonniere den Kanal und klicke rechts daneben auf die Glocke, um auch benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos erscheinen. Also lobe dich selber viel mehr für den geilen Fortschritt, den du schon gemacht hast. Wenn du anderen über deinen Tag erzählst, dann verwende den Großteil der Zeit für deine Erfolge und nur eine Randnotiz mit den Sachen, an denen du noch weiterhin feilst. Nein, das ist nicht prahlen. Das ist klug. Du machst das leider viel zu selten. Du bist massiv im Feilen festgesteckt und so kommt keiner vorwärts. Sag, das habe ich gemacht und darauf bin ich ein klein wenig stolz. Schreibe jetzt eine Sache in die Kommentare, die du geil gemacht hast. Ob groß oder klein, völlig egal. Lass sie uns gemeinsam feiern. Du brauchst keine Angst zu haben. Hauptsache, du machst. Was zählt, ist nur eine Sache. Machen, versagen, Korb bekommen, all das ist egal. Hauptsache, du machst. Kommt der Impuls oder sagt dir einer deiner Jungs, auf geht's, dann sage ja und folge diesem Impuls. Alles andere ist scheißegal und dann brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. Dann wird das eine richtig geile Zeit. Egal, was deine Herausforderung bei Frauen ist, wenn du nur diese Videos die ganze Zeit schaust, dann kommst du keinen Schritt weiter. Das Beste, was du jetzt gerade für dich tun kannst, ist dieses Video auszumachen, dein Handy wegzulegen und dich endlich zu trauen. Geh raus, mach Pläne, setz es durch.